Ja. Einen schönen guten Tag, Herr Trüger, Köhler, mein Name von Ja, der Herr B. Trüger ist hier. Bitte? Ja. Herr Trüger, mein Name ist Köhler Ja, Herr von der Trüger. DWG. Schön, dass ich Sie erreichen kann. Verstehen Sie mich? Ja, ich verstehe Sie ganz schlecht, ja. Alles gut. Dann versuche Ja. ich es wieder. Ciao. Ja, tüdelü. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir wieder eine Schnipselparty. Jede Menge kleine Telefonschnipsel, die so nicht für ein eigenes aufklärendes Video gereicht haben. Doch trotzdem sind die vielen kleinen Schnipsel sehr lehrreich, was wir da genau für Menschen dran haben. Hauptsächlich haben wir hier Betrüger vom Finanzmarkt auf diesem Kanal, die uns das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Mit fadenscheinigen Ausreden, warum sie denn von uns eine Investition benötigen. Ich wünsche euch viel Spaß. Gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen Telefonteilen. Schönen guten Tag, Herr Steinfeger. Ja, schönen guten Mein Tag. Name ist Silvia Danek. Ich melde mich von das Unternehmen Orion Deal. Ich hoffe, Sie können uns zuordnen, Herr Steinfeger. Nee. Ich helfe Ihnen auf die Sprünge. Herr Steinfeger, wir sind eine Online-Handelsplattform und gleichzeitig auch eine Rechtsabteilung. Haben Sie vielleicht schon mal Erfahrung gesammelt im Bereich Online-Trading? Eine was für eine Abteilung? Rechtsabteilung. Die Eine Rechtsabteilung ist, Rechtsabteilung. ja, die Rechtsabteilung haben wir für Kunden, die schlechte Erfahrung gesammelt haben im Bereich Online-Trading. Ja, haben Sie vielleicht auch Erfahrung gesammelt? Ich hoffe, positive wenigstens. Nee. Haben Sie überhaupt keine Erfahrung? Ja. Okay. Herr Steinfeger, parallel haben wir eine Neukundenakquise momentan. Das heißt, für jeden Neukunden bieten wir einen Bonus von 100% an, einen Broker kostenlos und Schulung. Das bedeutet, damit Sie von Anfang an auf die sichere Seite sind mit Traden, fangen Sie mit dem Bonus an. Sie bekommen auch einen Broker kostenlos, der das alles für Sie verwalten wird und kostenlose Schulung. 10 bis 30% sind Gewinnmöglichkeiten, sichere Gewinne durch den Informationsvorsprung, was wir im Hause haben, lassen wir es auf Verluste nicht zukommen. So, nach einem Monat, wenn Sie zufrieden sind mit unseren Leistungen, was wir für Sie gemacht haben, dann können Sie weitermachen mit Ihrem eigenen Kapital. Falls Sie sagen, es ist nichts für mich, habe keine Lust mehr, weil negative Erfahrungen werden Sie nicht sammeln, ich meine jetzt so mit den Gewinnen und so, werden Sie sehr zufrieden sein. Dann aber, falls Sie keine Lust haben, das zu machen, können Sie jederzeit aussteigen. Aber Sie können trotzdem die Gewinne und Ihr eingezahltes Geld mitnehmen, außer dem Bonus, Herr Steinfeger. Es ist ja mein Testgeschäft, um Referenzen zu schaffen. Wir wollen ja die Kunden langfristig dabei haben. Und das besteht immer 10 bis 30% Gewinnmöglichkeit. Und wie viel Geld macht man da im Monat? Kommt drauf an, wie viel Sie den Kontoaktivierung machen. Zum Beispiel, wenn Sie mit 500 anfangen, bekommen Sie noch 500, haben Sie eine Kaufkraft von 1000 Euro. Rechnen wir mal aus. 30% monatlich mit 1000 Euro sieht es anders aus. Mit 200 sieht es anders aus. Mit 500 sieht es anders aus. Also es kommt immer verschieden, mit wie viel man anfängt. Aber ich sage, mein Vorschlag ist, steigen Sie klein an. Schauen Sie erstmal, weil es erstmal ein Testgeschäft ist, und dann später entscheiden Sie, ob Sie mehr das machen wollen. Also mein Vorschlag ist, Sie können ab 200 anfangen, von mir aus oder ab 500. Das ist Ihre Entscheidung. Mein Vorschlag ist, Sie suchen sich mal einen anständigen, seriösen Job. Bitte? Danke. Herr Steinfeger, Mhm. was für einen seriösen Job meinen Sie? Na, Sie sollen sich mal einen seriösen Job suchen, wo Sie nicht die Leute verarschen. Warum denken Sie, dass ich die Leute verarsche? Ja, machen Sie doch. Außerdem rufen Nee, Sie mache ich illegal gar an. nicht. Nee. Klar. Ich rufe nicht illegal an. Na doch, Sie haben Warum keine sind Sie sich Anrufserlaubnis. da so sicher? Ja, weil ich es nicht erteilt habe. Also bin ich mir da ganz sicher. Okay, dann schauen Sie sich mal unsere Webseite an. Ich buchstabiere Ihnen, schauen Sie sich das erstmal an, recherchieren Sie und dann wir reden wieder. Ja, ist ja trotzdem ein Betrügerschuppen. Ja, denken Sie so? Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Nee, das Tag. weiß ich. Das ist Wissen und kein Denken. Nee, das ist kein Wissen. Sie können Doch, das gar ist nicht Wissen. wissen. Nee. Doch. Wissen kann man gar nicht, bevor man es Genau, nicht und Sie sind eine überprüft. Nein. Betrügerin, eine Kriminelle. Sie höchstpersönlich. Okay, denken Sie, wie Sie wollen. Nee, das Ich ist mache meinen Wissen. Job und ich Nee, bin das ist zufrieden kein mit meinem Job. Job. Das ist Doch, ekelhaft, das ist was Sie ein da Job. machen. Nee, Nee, das ist kein das ist kein ekelhaft. Job. Doch, das ist eklig. Anscheinend sind Sie richtig auf die Schnauze gefallen. Nee, aber Sie bräuchten mal anscheinend mal richtig Nee, eins auf die nee, Schnauze, nee. damit Sie aufhören mit so einer Scheiße. Nee, Sie sind bestimmt auf die Schnauze gefallen. Auch für, Nee, da und bin Sie ich mir bräuchten mal ein 100% paar auf die sicher. Schnauze, damit...
Eieieiei, geht ja hier schon wieder richtig prima los. Die ruft an, weil ich angeblich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Das ist der Grund ihres Anrufs. Und sie ruft von irgendeiner komischen Rechtsabteilung an. Und will dann aber irgendwas verkaufen? Und dann meint sie noch, ob ich sie zuordnen kann. Ja, aber wenn sie denn von irgendeiner Rechtsabteilung anruft, also um eventuellen Betrug aufzudecken, der in der Vergangenheit mal mit mir passiert sein möge, wie soll ich mich dann an ihre Firma da erinnern und wie soll ich die dann überhaupt jemals zuordnen können? Also, es ist absolut verwirrend. Tja, und als ich das Ganze dann verneine und sie dann auf einmal von der Rechtsabteilung mir ein Angebot unterbreiten möchte, illegalerweise, denn das hier ist Kaltakquise. Ich habe nicht erlaubt, dass sie anrufen kann oder anrufen darf. Sie ruft an, weil ich, also aus einem anderen Grund, weil ich angeblich schon mal Geld verloren habe und schlechte Erfahrungen habe, verneine das Ganze und dann will sie mir noch was verkaufen. Das ist die Definition von Kaltakquise. Das ist nicht erlaubt. Und dann wirft sie mir auch noch vor, dass ich auf die Schnauze gefallen bin. Ist ja eine tolle Ausdrucksweise für eine Rechtsabteilung. Ja, also hier wissen wir doch definitiv, dass das wieder irgendein Betrüger-Callcenter gewesen sein muss, was mir irgendein Blödsinn verkaufen wollte. Vor allem, man muss sich ja mal hier oder mal darüber Gedanken machen, wenn ich hier angeblich 500 Euro investiere in diese Firma, wer schenkt euch da nochmal 500 Euro, damit ich dann 1000 Euro Kaufkraft an der Börse habe? Das ist nichts anderes als ein absolut dämliches Lockangebot, weil das sind ja 100% Bonus, was die Dilettante mir hier verspricht. Absolut verrückt, absoluter Wahnsinn, absoluter Betrug. Ja. Schnecke, was hast du denn? Schnuckelschnecke, sag mal was. Faule Schwein. Jetzt hast du dein Mikro ausgemacht. Nee, jetzt ist es wieder an. Spricht nicht. Hockig. Kakerlake hat keinen Bock zu sprechen. Tja, diesen netten Betrüger haben wir ziemlich oft an der Leitung und tatsächlich seit einem halben Jahr bis heute immer noch. Also es ist schon ziemlich Wahnsinn. Da ruft jemand an und man hört die ganze Zeit nur den Krach im Hintergrund, das Maus-Scrollrad und diese nette Person chillt dann auf unserer Leitung. Ab und zu ruft er tatsächlich sogar den gesamten Arbeitstag bei mir an und verbringt immer so 5 Minuten bis 60 Minuten irgendwas dazwischen auf meiner Warteschleifenmusik. Denn bei dem, den drücke ich mittlerweile schon in die Warteschleife, wenn ich das gleich am Anfang höre, dieses Maus-Scrollrad. Daran kann man den hier auf jeden Fall immer wieder identifizieren. Den habe ich euch auch schon öfters mal in den Schnipseln hier präsentiert. Ja. Und ich lege den dann in eine Warteschleife und gebe ihm ein bisschen Musik. Mittlerweile muss er schon die ganze Playlist durchhaben. Ist auf jeden Fall ein ziemlich starkes Stück. Aber so verplempert der auf jeden Fall seine Zeit sinnlos und, tja, ruft definitiv nicht bei echten Kunden an. Tja, haben wir zumindest schon mal einen Scammer, komplett hier, ja, scamgebaitet, indem er seine Zeit bei uns verplempert und nicht arbeitet. Tja. Der tut wahrscheinlich so, als würde er arbeiten, weil die Leitung steht ja und der Chef sieht sicherlich, dass da ein Gespräch läuft, aber er macht halt nichts. Auch nicht verkehrt. So können wir auf jeden Fall sicherstellen, wenn das noch mehr machen würden, dass die auf jeden Fall keine Zeit haben, woanders anzurufen. Problematisch ist nur, es ist in diesem Callcenter ja nun wirklich unfassbar laut und man hört, dass da sehr, sehr, sehr viele Mitarbeiter sitzen. Tja, also das heißt, da werden ganz viele Menschen gleichzeitig betrogen. Schon leider sehr, sehr schade. Aber immerhin ist einer mit uns beschäftigt, der nirgendswo anruft, außer bei uns. Schönen guten Tag, Nadja Webers, mein Name von Factory Media in Deutschland. Spreche ich mit Herrn Steiner? Sieht so aus. Herr Steiner, grüße Sie. Sie haben frisch vor kurzem für einen Gutschein online beteiligt gehabt. Wissen Sie das noch? Nee, was denn für ein Gutschein? Am 24. Oktober war das gewesen. Und was für ein Gutschein? Für einen Amazon-Gutschein. Aha. Tja, und dann war die nette Lady auf einmal wieder verschwunden. Ich dachte, es ging irgendwie um einen Amazon-Gutschein.
Warum hat sie denn jetzt direkt wieder aufgelegt? Also ich habe die Leitung hier nicht beendet. Mache ich ja relativ selten, dass ich das Gespräch von meiner Seite aus beende, denn ich möchte ja grundsätzlich möglichst viel Zeit von den Betrügern verplempern, dass die ihre Zeit bei mir auf der Leitung verbringen. In der Zeit können die auf jeden Fall nicht andere Leute bescheißen. Die hat sie ziemlich schnell aufgegeben. Warum, weiß ich nicht. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt's gerne mal unten in die Kommentare. Hallo, meine kleine Sahneschnecke. Hallo, schönen guten Tag. Jens Martin, mein Name. Ja, hallo. Melde mich von der Factory Media in Deutschland aus Bielefeld. Gerold Steiner hätte ich gern gesprochen, bitte. Ist am Apparat. Schön, dass Sie erreichen konnten, Herr Steiner. Sie hatten sich ja mal vor kurzem bei der kostenlosen Verlosung sicher auch nochmal beteiligt. Mhm. Und diesbezüglich rufen wir Sie nämlich an. Es hat jetzt nämlich geklappt, denn Sie haben durch diese Teilnahme einen Gutschein gesichert im Wert von 599 Euro. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ist das so ein Kackreisegutschein? Bitte? Ist das so ein Kackreisegutschein? Nein, das sind mehrere Gutscheine, Herr Steiner. So. Ja, wie Amazon, Reise, H&M, Hotel, Mediamarkt, Saturn und viele Firmen noch mehr. Das ist nämlich wie eine Bankkarte mit Chip- und Magnetstreifen drauf, mit ihrem Namen drauf gedruckt und 599 Euro Guthaben. Einzelunternehmen können Sie das dann auch einlösen. Dies ist dann auch Ihr Mindest. Das können Sie selber bestimmen, Herr Steiner. Es steht auf der Rückseite drauf, bei welchem Unternehmen Sie das dann überall einlösen können. Aber nur eins der Unternehmen können Sie das einlösen. Das wollte ich sagen. Welches steht da hinten drauf? Ja, habe ich Ihnen noch gerade eben erklärt. Amazon, Reise, H&M, Hotel, Mediamarkt, Saturn und Aldi, Rewe sind noch mehrere Gutscheine. Ja, so. Noch viel mehr Unternehmen. So, und das wäre dann auch Ihr Mindestgewinn in der Finalrunde. Und wir haben 10 Finalisten und 10 Preise nämlich. Und Sie als Finalist haben dann auch die Chance, noch mehr zu gewinnen. Denn es gibt 5 Hauptpreise in dieser Ziehung als Bargeldausschüttung. In Höhe von 45.000 Euro, 20.000 Euro, 10.000, 8.000 und 4.000 Euro im Bar. Die restlichen Plätze, 6 bis 10, die bekommen dann die Gutscheine. So, und je nach Platzierung auch. Also Sie können hier nicht mehr leer ausgehen. Nochmals herzlichen Glückwunsch auch, Herr Steiner. Sie werden dann bei Ihrer Gewinnbestätigung auch erhalten, auf der Postage mit reinschreiben. Jetzt ist die Leitung im Arsch. Tja, wieder mal eine andere Betrugsmasche. Heute ist ja mal richtig was los hier. Haben wir verschiedene Betrugsmaschen. Das kommt ja tatsächlich leider sehr, sehr selten vor. Oder was heißt leider? Vom Prinzip her ist es ja gut, dass es die anderen Betrüger nicht mehr ganz so häufig gibt. Hier ist es ja mal überraschend und sehr erfrischend, dass es auch mal wieder einen anderen Betrug für uns im Video gibt. Aber da ist die Leitung dann natürlich direkt auch noch abgebrochen. Was aber ziemlich komisch ist, ist, dass der dann hier auch nicht nochmal angerufen hat. Klar, ich habe halt nicht so richtig mitgespielt und jetzt, wo die Leitung auch noch hinüber war, tja, hat sich das Gespräch dann komplett erledigt. Aber schade, dass er nicht nochmal angerufen hat. Ich habe doch was gewonnen. Was ist denn jetzt mit meinem Gewinn? Müsste der sich dann, wenn es ein echter Gewinn gewesen ist, nicht eigentlich nochmal bei mir melden, weil mir steht ja dann der Gewinn eigentlich zu, oder nicht? Ziemlich merkwürdig und fragwürdig, was da schon wieder so alles abgeht. Das sind halt die betrügerischen Callcenter, die bei euch anrufen. Da geht's nur ums Geld und nicht um eure Gewinne. Und auch nicht um, für euch irgendwie Geld zu schaffen. Oder damit ihr euch bereichert. Nein, die Gegenseite möchte sich gerne an euch bereichern. Das sind die Gründe der Anrufe. Hallo? Ja, servus, Herr Voldemort. Schön, Sie zu erreichen. Leo Morati am Apparat. Melde mich von dem Unternehmen Bisonne Fix. Sagt Ihnen, was der... Gar nichts, aber es wäre schön, wenn Sie da mal die Musik im Hintergrund ausmachen. Okay, ich mache das ein bisschen leiser, warten Sie kurz. Jetzt können Sie mich besser hören, ne? Ja, jetzt sind Sie leiser, aber die Musik ist auch laut. Ja, aber wissen Sie, ohne Musik ist langweilig. Ja, dann ist nicht mein Problem. Nee, aber jetzt können Sie mich hören, oder? Nee, es ist genauso furchtbar wie vorher, nur dass Sie leiser sind. Also noch schlimmer. Warten Sie, ich rufe Sie nochmal an, warten Sie. Tja, Bison FX meint er wohl. Ich hab mal wieder nachgeguckt. Auch diese Webseite ist schon lange, lange, lange wieder offline. Ja, Gott sei Dank hat das hier mit dem Gespräch nicht so gut funktioniert. Und er hat aber auch nicht nochmal angerufen. Also, tja, sieht man auch daran wieder, dass er keinen Bock hatte. Ich beschwere mich über die Musik. Er sagt, das ist toll und muss alles so. Und ja, weiß ich nicht. Also, wenn da Musik am Telefon läuft und diese Lautstärke,
dann kann es definitiv kein seriöses Gespräch gewesen sein. Jetzt im Nachhinein betrachtet, weiß ich es ja auch 100%. Ich meine gut, die rufen hier sowieso illegal auf der Leitung an, weil die Datensätze halt einfach im Internet platziert wurden. Und eine Anruferlaubnis gab es dazu nie. Anrufen tun sie trotzdem. Naja, und dann hat man halt solche netten Leute an der Leitung. Hello, am I speaking to Gerald? Sorry, who's on the line? Ja. Ich habe ein Fischstäbchen gerade gegessen. Do you speak in English? Ich habe ein Fischstäbchen gerade gegessen. Do you speak in English? Hä? What? Gerald, it's Lily Parker, your account manager from PrimeCoin. How are you? How are you? Ja, ja. Feel good? Mhm. Okay, that's really nice. Great, wonderful, lovely. Gerald, this call is regarding your activation on financial market because, as I can see, you have account, which is active. Mhm. Right? Mhm. Can I ask you what is happening? Is there any problem? Mhm. Ich hab gepupst. Und dann ist mein Fischstäbchen runtergefallen. In English, please. Ja, genau. Das mehr Sinn ergibt, wenn ich. Das ist tatsächlich das gleiche Deutsch. Skript. Wie I'm not speaking. I don't know what you are telling me. I'm sorry. Es ist schon lustig. Hm? So I thought that you was waiting my call. That's why I'm calling you. Okay? Mhm. Really? Eine kleine Butterblume. If you can speak in English, great. Ein Butterblümchen. Is anybody there who is speaking in English? My Butterblümchen. What does it mean? Flieg, mein kleiner Schmetterling. Flieg. Oh, I understand. No, thanks. No. Ja. Yeah, you can fuck yourself. Vielleicht können wir uns ja irgendwann mal eine Bratwurst teilen. No, my dear, you can fuck yourself. Ja? Wollen wir uns mal eine Bratwurst teilen? Okay, I'm not wasting your time. You can go now. Das ist aber lustig. Na gucke, also die ruft in Deutschland an. Bei einem deutschsprachigen Menschen. Aus dem Ausland. Also sie ruft aus dem Ausland an. In Deutschland. Machen die ja immer so. Ich habe aber auch angegeben, dass ich aus Deutschland bin und ich habe eine deutsche Telefonnummer. Also müsste ja auch theoretisch gesehen jemand auf deutscher Sprache anrufen. Ja, aber da kommt dann sowas dabei raus. Tja, und dann spricht man halt einfach irgendeinen Dünnpfiff, ohne dass die das versteht, aber beleidigen kann sie dann trotzdem auf Englisch. Lustigerweise ist es fast schon wieder genau die gleiche Leier wie bei allen anderen. Vor allem das Skript von dieser Betrügerin ist ja auch noch das gleiche wie von allen anderen. Ja, also ist der Betrug nur auf Englisch, aber genauso unterirdisch. Wahnsinn. Übrigens, Callcenter-Abzocke gibt's auch auf Facebook. Dort haben wir eine eigene Seite. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Den Link dazu findet ihr auf dem YouTube-Kanal hier auf der Kanalseite oder unten in der Videobeschreibung. Schaut auch dort gerne mal vorbei. Ja. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Karl Klabautrebach. Ja. Manuel Benson für Sie da von der Firma Swiss Bros. Ich sehe, dass Sie sich bei uns angemeldet dafür das Bitcoin-System. Und wann soll ich denn das gemacht haben? Vor einer Woche. Und haben Sie Interesse, Ihr Handelskonto zu aktivieren und Geld zu verdienen? Ich kenne Ihre Webseite nicht. Ja, Swiss Pro. Habe ich nicht, noch nie aufgerufen. Wir bieten eine automatische Software für unsere Kunden. Ja, das ist ein Roboter. Okay. Er kauft und verkauft verschiedene Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe für Sie. So macht Ihre Gewinn natürlich. Also kauft und verkauft für Sie. Hallo? Ja, hallo. Ja, und nur weil man da jetzt nicht so ganz genau mitgespielt hat, wie er sich das wieder vorgestellt hat, ja, wird das Gespräch direkt im Keim erstickt und aufgelegt. Ist auf jeden Fall gut, wenn die immer so reagieren, dann haben sie nicht ganz so viele Betrugsopfer, die sie bescheißen können. Ja, aber grauenvoll ist es trotzdem. Ja.
Ja, schon guten Tag, der Toni am Apparat, Toni Brandt, und ich melde mich aus Unternehmen Kraken. Das Thema geht über Online-Handel, Online-Trading. Bin ich gerade verbunden mit Herr Lummel? Schön, Sie zu erreichen. Herr Lummel, das Thema geht über Online-Handel, es geht mit Investitionen in die Börse, Bitcoin, Rohstoffen, Aktien und so weiter. Und bei mir steht, dass Sie haben ein bisschen nachgeforscht mit Online-Handel, Informationen gesucht, deswegen ich melde mich als Kunde Dings. Haben Sie schon Erfahrung damit? Mit was? Mit Online-Handel, mit Online-Trading. Nö. Nö, ja, und hat die Mann Ihnen erklärt, wie das läuft, wie das funktioniert, ganzes System, ganze Plattform und so weiter, oder sind Sie Neues in diese Richtung? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Es geht mit Investitionen in die Börse, es geht an Bitcoin, Rohstoffen, Aktien und so weiter, mit Online-Handel, Online-Trading. Mhm. Und da soll ich Ihnen mit dem Akzent vertrauen? Bitte? Mhm. Danke. Ja, möchten Sie das mehr Informationen bekommen oder haben Sie kein Interesse, Herr? Nö, ich habe Interesse an Betrug. Nö. Das, doch, ist Ihre, das ist Ihre Meinung? Sie meinen nee, so? Nee, es ist Wissen. Kraken, wenn da so eine Kakerlake am Telefon ist, dann kann das nur Betrug sein. Ja, so, wenn Sie meinen so. Mhm. Das ist Ihre Entscheidung. Such dir mal einen anständigen Job. Ja. Ja. Okay, alles klar, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich mir auch. Ciao, ciao. Na, der war ja schon nahezu traurig, dass er mich nicht bescheißen könnte. Aber ein Betrüger ist er exakt genauso wie alle anderen, die hier auf der Leitung anrufen. Tja, also eins müssen wir hier auf jeden Fall nochmal klarstellen. Ausländerfeindlich bin ich definitiv nicht. Ich bin schließlich mit einem verheiratet. Naja, oder mehr oder weniger, dessen Eltern sind Ausländer. Aber vom Prinzip weiß ich nicht, was das hier soll. Die rufen aus dem Ausland permanent in Deutschland oder in Österreich und in der Schweiz an und denken, wir sind ja alle blöd. Das Schlimme ist, viele fallen halt wirklich darauf rein. Das hat jetzt nichts mit den Ausländern selbst zu tun, aber es ist schon sehr auffallend, dass immer aus dem Ausland von ausländischen Bürgern bei uns hier angerufen wird. Teilweise waren die sicherlich auch mal in Deutschland. Tja, die Frage ist, wo haben die immer alle ihre Deutschkenntnisse her? Weil es sind ja doch recht viele Ausländer, die hier versuchen, uns auf Deutsch zu bescheißen. Weiß es nicht, ob es die waren, die hier mal kurzer Zeit zu Gast waren und dadurch ein bisschen unsere Sprache ja sich angeeignet haben und dann wieder zurück ins Ausland sind und uns jetzt von da aus bescheißen wollen. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, woher es kommt. Mich würde aber definitiv mal interessieren, woher dieser Hass kommt. Warum man uns hier in Deutschland mit solchen Anrufen regelrecht flutet. Schreibt's mal gerne in die Kommentare, falls ihr dazu Ideen habt. Ja, bitte. Ja, schönen guten Tag, fröhlichen Apparat von Vergleichsportaler 24. Spreche ich mit den Herrn Schiffig, Thorsten? Mhm. Ich melde mich ja ganz kurz bei Ihnen. Es geht ja um das Thema Trading, Online-Handel an der Börse. Sie hatten sich ja vor kurzem bei einem unserer Partner ja angemeldet und Interesse zu dem Thema gezeigt. Und wir wollten nur ganz kurz Bescheid sagen, dass wir einen Partner für Sie gefunden haben, der Ihnen gerne kostenfrei und verbindlich Schulungsmaterial oder Infomaterial per Mail zuschicken würde. Und da hätten Sie auch zwei Aktionen. Das wären ja die Analyse-Tools, wo Sie das alles nochmal in Ruhe lesen können oder die Trading-Videos so anschauen. Und da wollte man ganz kurz nachfragen, Herr Schiffig, ob man die Einwilligungsbestätigung von Ihrer Seite bekommen kann, damit man das auch alles nochmal per Mail zuschicken darf. Ist ja witzig. Sie rufen illegal an und fragen nach einem Einverständnis. Illegal rufe ich überhaupt gar nicht an. Natürlich, ich habe Ihnen keine Anruferlaubnis gegeben. Sie haben sich ja angemeldet und deswegen haben wir auch das Recht, Sie zurückzurufen, nachzufragen, ob Sie das gerne haben möchten oder nicht. Falsch. Wenn Sie es nicht möchten haben, dann kann ich es so vermerken und dann können wir dann anderen Kunden anrufen und Ihnen dann die Möglichkeit geben, den Platz sich zu sichern und es kostenfrei und verbindlich zu bekommen. Suchen Sie sich mal lieber einen legalen, anständigen Job. Genau, und dann legt sie direkt auf. Also so seriös, wie sie sich da vorstellt oder so seriös, wie sie tut, ist sie denn am Ende dann doch wohl doch wieder nicht. Ja. Also, das ist so eine Schwebe mit dem Anruf hier, ne? Also so ganz Unrecht hat sie vielleicht nicht mal so unbedingt, denn sie hat ja jetzt hier nichts verkaufen wollen, sondern sie hat sich eigentlich nur eine Anruferlaubnis für die Zukunft holen wollen. Und das ist jetzt nicht unbedingt ganz falsch.
Aber letztendlich, der erste Anruf, der jetzt hier zustande gekommen ist, um das nachzufragen, ist eigentlich, ja, weiß ich nicht, Werbung ist es ja in dem Fall nicht. Sie holt sich ja ein Opt-in ein. Es ist tatsächlich so eine richtige Grauzone jetzt hier wahrscheinlich. Hätte ich jetzt hier ja gesagt, dann würde ich wahrscheinlich von ihr komplett zugemüllt werden mit Werbung. Aber, ich weiß es nicht. Vielleicht, also wir hatten ja schon mal so einen dran, der wollte dann eine Aufzeichnung machen. Vielleicht wollten die das Ja oder irgendwas anderes dann da wieder rausschneiden und sich zurechtschnippeln, um dann irgendwelche Verträge zustande kommen zu lassen? Man weiß es nicht, ne? Gucken wir mal zum nächsten Gespräch. Ja, bitte. Hallo, guten Tag, Herr Katz. Also, mein Name ist Lina Cohen. Sie haben sich etwas früher auf der Webseite Bitcoin angemeldet. Das ist ein Handelsplattform. Also wenn das immer noch aktuell ist, als Accountmanagerin, ich kann Ihnen helfen, Konto aktivieren. Ist das aktuell? Also Herr Katz, haben Sie Erfahrung in Trading? Ja, und das hat dann schon wieder dazu ausgereicht, dass er direkt auflegt. Wenn es denn immer so schnell gehen würde und die Betrüger ziemlich schnell auflegen würden, manche, die diskutieren ja dann auch sehr gerne oder fangen jetzt hier schon direkt an zu beleidigen, nur wenn man nicht genau so antwortet, wie die sich das vorstellen. Auch ein ist ja eigentlich eine Bestätigung. Naja, aber die hat sich ja jetzt hier nicht mal verabschiedet und direkt das Gespräch beendet. Auch gut. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Maximilian. Ich melde mich, weil Sie haben gerade bei uns registriert. Sie wollten online handeln. Habe jetzt aber gerade keine Zeit. Muss ich mal noch mal eine Stunde anrufen. In einer Stunde? Ja. Oh, okay. Ja, passiert leider selten, aber passiert. Ich muss ja schließlich auch mal mein Leben nebenbei führen oder einkaufen, kochen, was da so alles anfällt. Naja, und dann wirke ich sie halt eben auch ab. Der hat sich, glaube ich, tatsächlich noch mal gemeldet. Hört ihr dann in einem anderen Video. Jo. Hallo. Ja. Jawohl, schon guten Tag. Darf ich bitte mit Herrn Koriander sprechen? Der ist gerade beschäftigt, in einer Stunde. Habe ich nicht verstanden, bitte? In einer Stunde. Er ist nicht, Sie sind nicht erreichbar, Herr Ander? Okay, ganz kurz. Thomas in einer Stunde. Parat. Okay, in einer Stunde, bitte. Kein Problem. Jo. Immer wieder interessant. Wenn die Betrüger anrufen und mit jemandem sprechen wollen und man sagt, passt gerade nicht, ruf mal eine Stunde an, dann wollen die immer irgendwie noch einfach weiterreden. Keine Ahnung, was das soll, machen die aber ziemlich oft, die Betrüger. Weiß ich nicht. Vielleicht wollen die unbedingt, wenn sie den Kunden schon dran haben, dem direkt was verkaufen. Tja, aber hier in dem Fall hat er keine Chance gehabt. Ja. Hallo, guten Tag. Hier ist Anna Wolf von Express Trade Online Handeln. Wie geht's Ihnen? Ja, da habe ich jetzt keine Zeit für, eine Stunde vielleicht. Nach einer Stunde? Okay, also ich habe wegen Ihrer Handelskonto angerufen, ja, Bitcoin. Also ich möchte Sie kurz informieren über unser System. Nach ja, einer Stunde jetzt. Oder? Ja, in okay, einer Stunde. Nach einer Stunde. Okay, machen wir es dann so. Okay. Die machen sich's aber auch immer selber irgendwie kompliziert. Tja, man sagt schon in einer Stunde und dann fängt sie an, darüber noch nachzugrübeln. In einer Stunde. Und erzählt einfach weiter. Tja, so ist es halt mit den Betrügern. Ich habe euch noch ein längeres Gespräch mitgebracht. Schauen wir auch da nochmal rein. Hallo, Shanta. Was denn? Hallo. Ja, hallo, ich grüße Sie bitte, Herr Ander. Mia Bell ist am Apparat von Invest Capital. Sie sind vor ein paar Minuten bei uns registriert, richtig? Ja, sehr gut. Ich bin bitte Ihre persönliche Ansprechpartnerin. Und natürlich, ich werde Ihnen alle weiteren Schritte erklären, wie es bei uns läuft und funktioniert, ja? Ja. Zuerst habe ich eine Frage an Sie. Haben Sie Erfahrung oder das ist komplett neue Sache für Sie, Herr Ander? Womit denn? Wie bitte? Womit denn? Momentan? Womit denn? Womit denn? Haben Sie auf dem Finanzmarkt schon gehandelt? Nee. In diese oder noch nicht, meine ich. Herr Ander, ich kann Sie nicht verstehen, weil irgendwie Sie sagen nur da, was meinen Sie bitte unter Naja, das war die Bestätigung auf Ihre Aussage. Ah ja, alles gut.
Bayus, sagen Sie mir bitte, was interessiert ihn? Womit wollte Sie handeln? Mit der Software, mit Algorithmus oder selbstständig? Na, dann kenne ich mich ja nicht aus. Sagen Sie mir bitte, von wo haben Sie über unsere Plattform geschaut und die Registrierung gemacht? Oder von wem? Wie meinen Sie das? Ich meine, von wo haben Sie über unsere Plattform geschaut, damit Sie sich angemeldet haben und damit Sie sich bitte das Handelskonto bei uns eröffnet haben? Na, von zu Hause. Von zu Hause. Aber wo haben Sie es gelesen? Na, auf meinem Computer. Auf Ihrem Computer. Alles klar. Dann, Herr Ander, bestimmt bei der Anmeldung, bevor Sie sich angemeldet haben, Sie haben noch gelesen, minimales Startkapital, das ist 250 Euro. Mit welcher Summe wollten Sie selbst einsteigen? Na, ich wollte erst mal mit 10 Euro probieren. Mit 10 Euro können Sie bitte nichts machen, weil das ist ja Finanzbörse. Als offizielles minimales Startkapital gilt 250 Dollar und mit 10 Dollar können Sie bei uns nichts machen. Aber Dollar habe ich nicht. Okay, dann ich verabschiede mich bei Ihnen, weil mit 10 Dollar können Sie vielleicht ein... keine Dollar. Das müsste oder ich 10 kaufen. Euro. Ja, 10 Dollar, 10 Euro spielt keine Rolle. Vielleicht können Sie eine Tasse Kaffee damit trinken, aber keine Investition machen. Ja, wiederholen. Ja, ist ja wieder eine herzallerliebste Dame. Also mit 10 Dollar oder 10 Euro ist ja in ihrem Sinne scheißegal, kann man sich in ihrem Land wohl nur eine Tasse Kaffee kaufen. Ich weiß ja nicht, wo die herkommt, wo Kaffee 10 Euro oder 10 Dollar kostet. Schon interessant, was die da so für Preisvorstellungen haben. Aber doch, man kann auf dem Trading-Markt auch mit weniger einsteigen. Natürlich macht das absolut keinen Sinn, mit 10 Euro oder so anzufangen. Ich glaube, so die seriösen Mindesteinzahlsummen sind so 30 bis 50 Euro bei anderen Systemen oder 25 Euro, glaube ich. Aber tja, das hätte man ja auch vernünftig sagen können. Die Betrüger, die wollen immer 250 haben. Tja, warum jetzt genau 250? Weiß ich nicht. Was das, ob es eine spezielle Grenze gibt, warum man da immer diese 250 haben will, ist mir ein Rätsel. Aber die Betrüger wollen immer die 250 mindestens haben. Hallo. Hallo, здравствуйте. Ja. Was denn? Hallo, здравствуйте. Ha? Вы меня слышите? Das kapier ich nicht. Вы не говорите по-русски? Nee. В таком случае ожидайте, вам сейчас перезвонит специалист, который говорит на немецком. Несколько минут. Komische Sprache. Ja, es ist russische Sprache, mit der wir jetzt hier beschissen werden sollten. Anders kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken. Ja, also ich wiederhole nochmal. Ich trage mich immer mit einer deutschen IP-Adresse ein. Ich trage mich immer mit einer deutschen Telefonnummer ein. Ich muss auch immer das Land Germany anklicken. Und ich muss auch immer anklicken, dass meine Telefonnummer eine deutsche ist. Warum rufen dann lauter Engländer an oder zumindest Englisch sprechende und Russen und so? Also es ist schon irgendwie abgefahren. Hallo? Ja, hören Sie mich jetzt? Ja. Da spricht Marco Meyer, Herr Corey. Wie geht es Ihnen? Man zückt. Ich glaube, dass Sie haben nicht verstanden, warum ich Ihnen telefoniere, ja? Ich telefoniere Ihnen wegen Ihrer Anmeldung an Online-Handlungsplattform mit DTC24. Also, ist das korrekt? Sie sind bei uns angemeldet. Was? DTC24, das ist ein Online-Handlungsplattform. Oh. Oho. Ja, Sie haben schon probiert, vielleicht online zu handeln, oder noch nicht? Nee. So haben Sie Interesse? Hm. Hören Sie, verstehen Sie mich? Ja. So haben Sie Interesse oder nicht? Ja. Sitzen Sie vielleicht jetzt am Computer? Nee. Ich habe gerade ein Eis gegessen. Was haben Sie gegessen? Ein Eis. Eis? Ja. Und was für brauche ich diese Information? Weiß ich nicht, was Schokolade. Ah, wunderbar. So, Herr Corey, Sie haben ein aktives Account an DTC24? Nee, Herr Ander. Corey Ander. Ja, Corey Ander.
Ja. Hier steht Ihre E-Mail cori.ander@gmail.com. Ist das korrekt? Genau. Genau. So, Herr Cori, wie alt sind Sie? Wie alt? Wie alt? Mhm. Alt. Ein schön Dollar alt. So, Herr Cori, haben Sie kein Interesse oder haben Sie Interesse? Ich habe nicht Zeit zu verschwinden. An was denn? So, verabschieden dann wir uns, Herr Cori. Danke für Ihre Zeit. Tschüss. Tschüss, Betrügerschwein. So sieht's aus. Wieder jemand, der uns auch nur bescheißen wollte. Seine Webseite gibt's auch nicht mehr. Komisch, also so seriös und legal kann das ja wohl alles nicht gewesen sein. Tja, und im Hintergrund die dröhnende Disco auf voller Lautstärke. Ist ja wieder nett. Immer wieder das Gleiche bei den Betrügern mit deren Partystimmung vor Ort. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ihr wisst wieder Bescheid, wo ihr nicht euer Geld einzahlt und wo ihr lieber die Finger von lasst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls noch nicht getan, abonniert gerne den Kanal, am besten gleich mit Klingelglöckchen. Wer das Klingelglöckchen noch nicht aktiviert hat, kann das auch gerne noch nachholen, denn dann gibt's immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal haben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Schaut auch dort gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.